Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Nach den letzten aufreibenden Folgen, wo ich einfach nicht geschafft habe, die Piratenplage in den Griff zu kriegen und die Mission zügig abzuschließen, machen wir jetzt das Ganze hoffentlich ein bisschen besser in der nächsten Mission. Die erste 3-Sterne-Mission, wie wir es letzte Mal schon gesehen haben. Ja, dann lassen wir uns da mal überraschen. Noch ein bisschen was in eigener Sache. Vielen herzlichen Dank für das Feedback. Mir wurde gesagt, dass ich zu oft sag. Ich bin eigentlich nicht so der Typ. Aber es kann mitunter mal vorkommen, gerade weil es mein erstes Let's Play ist, dass ich ja beim Reden einfach mal immer ein bisschen, ja, sagen wir mal, noch ein bisschen aufgeregter bin und immer noch ein bisschen überlegen muss und dann einfach sag. Naja. Gut, und noch was anderes. Ich war sehr, sehr gerührt, dass ich beim Ende vom Let's Play Anno 1602 von Mark Let's Play TV genannt wurde. Und natürlich meine Empfehlung gilt auch ihm. Er ist ein super Let's Player, er hat auch Anno gespielt, ein Endless Game. Und ist damit jetzt fertig. Könnt ihr einfach mal reinschauen bei ihm. Er baut auch ein bisschen strukturierter als ich. Also, ich habe mal ein bisschen bei ihm reingeguckt und ich hoffe, dass ich da vielleicht das mal im strukturierten Bauen vielleicht auch ein bisschen was abschauen kann. Weil das war in den letzten Missionen bei mir ja echt nicht so geil. Gut, dann würde ich sagen, neue Entdeckungen. Schauen wir mal, was die Mission uns zu bieten hat. Der Auftrag. Das letzte Abenteuer habt ihr bravourös gemeistert. Naja. Ja. Also macht ihr euch auf zu neuen Entdeckungsreisen. Bald stoßt ihr auf eine neue Inselwelt, gesegnet mit prächtigen Inseln. Schnell aber wird euch eure Begeisterung getrübt, denn das neue Land ist karg. Nur mittels geschickter Produktions- und Handelspolitik werden unter eurer Herrschaft 100 Einwohner zu Aristokraten aufsteigen und eure positive Bilanz 500 Taler betragen. Oh, 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 Aristokraten, alles klar. Gut, ja natürlich, also man muss keine Mission vorher mal einschalten, wo man erstmal auf Kaufmänner muss. Nein, wir fangen gleich mit 100 Aristokraten an. Alles klar, dann rein ins Vergnügen. Ja, dann gucken wir mal, was die Inselwelt uns bietet. Wildchild. Und natürlich wieder das gelbe Banner. Und, wir speichern das gleich mal. Und segeln mal hier auf so eine große Insel zu. So. Ah, das ist blöd. Die große Insel holt uns sicher der fette Typ da. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja gut, die sieht aber eigentlich nicht schlecht aus. Echt nicht. Ist nur die Frage, wo wir hier was bauen, weil der Berg in der Mitte stört mich schon ein bisschen arg. Gut, hier ist es auch ein Berg in der Mitte. Und hier auch, also. Ich glaube, wir bauen hier. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Eine Insel wurde besiedelt. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Dann packen wir mal das Zeug ins Kontor rein. Und dann würde ich sagen, bauen wir doch gleich mal einen Marktplatz und erschließen ein bisschen das Gebiet. Ja, so ist es doch ganz hübsch. Und dann bauen wir da hinten gleich mal Holzfäller hin. Sollen wir das jetzt mal auch so machen? Mir hier auch mal so ein Ding daher. Und hier noch eine Querstraße. Sollen wir das auch mal mit 3x3 Kästchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Jetzt machen wir ja auch mal so 3 auf 3 Kästchen. Also 3 auf 3 Blöcke. Und würde ich mal sagen, bauen wir hier einen Holzfäller und hier einen. Der ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich gesetzt. Aber gut. So sieht das schon mal ganz hübsch aus von Anfang, oder? Ja gut, den dann nehmen, bauen wir noch einen, den setzen wir hier mit in die Prärie rein. Wobei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hört ihr das eigentlich im Hintergrund? Da geht's voll ab, da irgendwelche Baumaschinen da, hier unten, da wird geschafft unter meinem Fenster, wie Sau. So. Gut, sieht doch schon mal soweit ganz hübsch aus. Ich brauche jetzt noch hier ein paar Fischerhütchen. Ein paar gleich. Nein, das reicht erstmal hier. Eine. So. Okay, eine. Und noch eine zweite hier drüben. So, das sieht doch jetzt schon mal ganz hübsch aus. Jetzt erschließen wir noch weiter unser Gebiet hier hinten. Ist am besten so. Ach, verdammt. So wollte ich das natürlich nicht. Ah, egal jetzt. Dann kommt halt da... Keine Ahnung. Es ist von Anfang ist es doch schon mal super hier. Ich sag schon wieder, ich kann es mir irgendwie schlecht abgewöhnen, kann das sein? So. Von Anfang ist es sicher mal ganz gut. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier ein bisschen wenig Gold. Ich soll jetzt mal schauen, dass ich hier langsam mal ins Positive komme. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das... Da muss man am Anfang mal ein bisschen gucken, dass man nicht zu wenig Gold hat. Weil ich gehe davon immer aus, wie im Endlos-Spiel, dass ich immer 20.000 Gold habe am Anfang. War wohl nicht so. Aber mit ein paar Häuserchen ist das doch kein Problem. Ich habe immer noch ein bisschen informiert, warum ich diese 3x3 Blocks bauen kann. Ich meine, das mittlere Haus, das wird natürlich von der Feuerwehr, falls es brennt, nicht erreicht. Ich habe aber gelesen, dass nur Siedler- und Pioniershäuser anfangen zu brennen. Das heißt... Ja, dass wenn die Häuser eh dann mal weiter sind, das heißt, also Bürger, Kaufleute, Aristokraten, dass die Häuser gar nicht mehr anfangen zu brennen, sondern nur noch Feuer fangen. Das heißt, es reicht, wenn die Feuerwehr an die Äußeren hinkommt, sobald es das Haus drinnen mindestens ein Bürgerhaus ist. Ja, und wenn nicht, dann können wir es ja auch einfach wieder abreißen, also... Das ist ja dann auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn es ein Siedlerhaus ist, gut. Es geht ein Werkzeug verloren, aber... Pff, echt jetzt. Für das, dass ich die 3x3 Blöcke eigentlich sinnvoller finde. Finde ich okay. Kann man als Kompromiss hier so anbieten.
Ja, die Anfangsphase ist immer so ein bisschen langweilig. Aber das sieht doch jetzt schon mal ganz hübsch aus, oder? Also im Gegensatz zu meinen vorherigen. So, ja, das kann man so lassen. Sieht hübsch aus. Wir sind im Positiven. Alles wunderbar. Jetzt können wir den Pionieren noch Stoffe und lassen sie dann gleich mal eine Runde aufsteigen. Also erstmal schließen wir noch den Rest hier. Erstmal. So. Okay. Gut. Was machen wir hier noch? Ach so, genau, wir kaufen jetzt erstmal Werkzeuge ein. Ja, von mir aus volle Kanne. Für 75 mal wieder. Jetzt brauchen wir dann eh wieder. Gut, wir haben jetzt wenig Geld, aber müssen jetzt dann echt mal langsam schauen, weil wir sind jetzt dann schon hier fast fertig. Und wir brauchen jetzt unbedingt die Werkzeuge. Wie machen wir das am geschicktesten? Besten hier runter, gell? Jo, machen wir das hier. Hier eine und da eine. Und dann hauen wir mal den Wald, roten wir mal den Wald hier weg. So, und dann brauchen wir noch so eine Weberei hier. Die setzen wir am besten gleich mal hierher. Ach, da fehlt uns schon mal das Werkzeug. Gut, dass wir auf dem Schiff noch ein bisschen was geladen haben. Das ist doch wunderbar. So, Webstuppe. Du blink mal nicht. Gib mal Holz daher. Sonst kann ich dich nicht bauen. Ah, jetzt dann. Gut, stellen wir die daher. Wir verfolgen das jetzt einfach weiter mit den Wegen hier. Ah, nein, 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 so nicht. Also, ja doch, können wir eigentlich so machen, aber. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann bauen wir mal das Ding hierher, so zum Beispiel hier in die Ecke. Ja, sieht hübsch aus. Das kann man wirklich so lassen. Und ich bin echt stolz drauf, wie das hier aussieht. Das sieht eigentlich echt wunderhübsch aus. Was sagt unser Konto so? Nahrungsmäßig könnte man eigentlich fast noch mal eine Fischerhütte herstellen, oder? Das Problem ist, dass da niemand hinkommt. Da müssen wir fast hier noch eine hinbauen. Oh, der freie Händler bringt uns Sachen. Ja, ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich mal dann eine Kapelle aufstellen. Zwar am besten hier in die Mitte irgendwo. Ich würde da eigentlich gerne so ein Wegchen dafür abreißen. Ich meine, die Leute können ja immer noch außen rumlatschen. Ist ja echt nicht so der Stress. Und schon haben wir die ersten Siedler. Way! Alles klar. Und das spült gleich mal Geld in die Kassen. Also die Insel gefällt mir echt, die ist schön groß, man kann hier schön anbauen. Sieht super aus. Ich habe trotz Einkaufskosten eine positive Bilanz. Eure Stadt wächst und Und habe jetzt schon 100 Einwohner, das ist ja wunderbar. Das gefällt mir echt. So, was gibt's noch so zu sagen? Das ist die Kampfmusik. Nein, nicht wirklich, oder? Ach, ich habe schon zu lange nicht mehr Anno gespielt. Nee, das ist einfach nur so die Musik. Lauschen wir ein bisschen der Musik. Während wir dem Treiben der Dorfbewohner zuschauen,
Beziehungsweise wir eher die Markkarren sehen. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. So, so. Wünscht ihr das? Die Frage ist, wenn ich das Wirtshaus bevor ich hier Alkohol anbaue, was gibt's denn im Wirtshaus? Wasser? Oder Apfelschorle? Seltsam. Gut, also wir können uns auf jeden Fall mal Alkohol, können wir auf jeden Fall mal anbieten hier. Ah, genau, da brauchen wir erstmal einen Steinbruch. Ja, ne? Dann gönnen wir uns den mal. Bauen wir den hierher? Ich glaube, den bauen wir mal daher. Ah, ne, warte mal. Ich drehe mal hier die Karte ein bisschen. So, dann bauen wir den Steinbruch hierher. Roden mal ein bisschen das Wäldchen hier. So. Gut, dann bauen wir mal hier einen Steinwitz. Ich drehe den jetzt auch nur so schön zur Straße aus. Und hier würde ich dann noch gerne einen bauen. Schade, kein Werkzeug mehr. Sperren wir euch das mal. Und warten jetzt einfach mal ein bisschen, bis ein paar Steinchen da sind. Und wieder Werkzeug, weil ihr habt es mir ja weggenommen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal mit dem Schiffchen ein bisschen auf Erkundungstour und versuchen uns gleich mal eine Insel unter den Nagel zu reißen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die ist hübsch eigentlich. Leider ein bisschen klein. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Auch so hübsch. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir jetzt schon eine zweite Insel uns holen. Und die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und auslagern Tabak und Alkohol. Neues Land wurde erschlossen. Ja, das war natürlich jetzt dämlich. Jetzt war ich zu langsam. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Habe ich hier wieder. Du kommst gleich mal noch mal schnell her. Dann nimmst du nämlich mal schnell die Werkzeuge mit und ein bisschen Holz, dass wir eventuell schon mal ein Kontor aufstellen können. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Okay, die muss ich mir fast holen, weil Gold brauche ich auf jeden Fall. Und zwar hole ich die mir jetzt. Okay, gut, die hätte ich mal. Gut, Baumwolle kann ich dann auch noch anbauen. Alles klar. Neues Land wurde erschlossen. Das gibt's ja gar nicht. Das hat der Säckel hier gerade gebaut, wo ich gebaut habe. Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich speichere jetzt mal kurz die Folge hier. Hier, was haben wir denn da so? Wie hieß das? Neue Entdeckungen entdeckt. So, dann beende ich auch vorerst mal kurz die Aufnahme. Spielstand gespeichert. Und, ja, das feindliche Schiffe attackieren eure Niederlassung. War so klar. Soll ich das probieren? Ist egal jetzt, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Das schauen wir das nächste Mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. See ya!